Hey ho, meine Lieben. Heute machen wir wieder was im FT1. Der hat sich sehr gut bewährt. Und letztens hatte ich ja Besuch. Da war der hier auch da. Der McDutch, der McAllister. Und er hat einen Schichtcordon Bleu gemacht. Tja, wir hatten zuvor drüber gesprochen. Er hat so gemacht, wie er wollte, völlig legitim. Aber jetzt mache ich das so, wie wir hier das damals eigentlich gesagt hatten, wie wir es machen würden. Also, und dazu gehen wir darüber und los geht's. Attacke. Somit sind wir schon bei unserer Übersicht angekommen. Hähnchenfilets. Barbecue-Soße, den FT1. Ich hoffe, dass ich die alle reinbekomme. Ansonsten gibt es da morgen was damit. Dann habe ich hier noch eine Brühe aufgesetzt. Eine Pfanne brauchen wir jetzt dann kurz. Ein Gefrierbeutel, Messer, Bacon, Schinken und ein Dingskäse. Was war das, Schatz? Ein Emmentaler. Ein Emmentaler Käse, genau. Gut, dann fangen wir jetzt erst einmal mit unserem Gefrierbeutelchen hier an. Und zwar klopfen wir uns ein klein bisschen die Filets platt. So, nicht zu sehr. So, das gefällt mir ganz gut. So, die sind geplättet. Und dann geht es auch schon mit dem Topf weiter, dass wir hier unseren Bacon hineinbringen. Das reicht uns definitiv schon als Bacon-Schild. So, dann fangen wir mit dem ersten Hähnchenfilet an. Wir gucken jetzt, dass wir uns hier eine Tasche reinschneiden. Wenn möglich soll es dicht bleiben. Ja, das ist jetzt natürlich dem kleinen Hähnchenfilet mit den dünnen nicht ganz so einfach. Nehmen wir das andere Messer. So. Im Idealfalle haben wir eine schöne Tasche, wo alles schön dicht ist und nichts raus kann. Ein bisschen kann ich noch. So. Leute, ich habe das Gewürz vergessen. Wir sollten ja vielleicht die Filets auch noch würzen. Sabalot. Schatz, die Idee ist gut. Wir würzen nur mit Salz, Pfeffer, Paprika. Hilfst du mir schnell? Du hast mich nicht lassen. Also, das nochmal raus. Schatz, würzt schnell die Hähnchenfilets. Die aufgeschnittenen, wohlgemerkt, schon mit Salz, Pfeffer, Paprika. Ich schneide die dabei fertig auf. Ja Leute, das ist leichter gesagt als getan. So Taschen ins Filet, ins Hähnchenfilet reinschneiden. Okay, du darfst würzen. Ich bereite hier dabei noch. Dann mach dich mal vom Acker, ich habe hier keinen Platz. Bereite ich das hinterher vor. Mein Herz das jetzt schick macht. Ja, und so werden alle vorbereitet. Hier sind die Diskussionen gerade wieder voll im Gange. Ich habe nichts gesagt. Doch, mein Schatz, du hast was gesagt. Also ich wollte das jetzt so reinstecken und mein Schatz hat aber gesagt, ich soll eine komplette Scheibe Schinken hier reinstecken. Und soll in den Schinken dann den Käse hineintun. So, dass der Käse doch vielleicht noch etwas besser drin bleibt. Machen wir das so. Ja. Dann stapeln wir hier halt noch den Schinken zusätzlich mit da rein. So.
Also ich schätze aber, die Form wird dieses Mal fast zu klein sein. Fast zu klein. Na, FT2 wäre es halt jetzt, aber die nächste Größe ist der FT3. Der ist dann schon fast wieder zu groß. Und in der K4-Form ist es zu wenig. Boah, was mache ich jetzt? Ich muss mal schnell nach hinten gucken. Ich bin gleich wieder da. So, Freunde, ich habe euch die Umbauaktion jetzt halbwegs erspart. Ich habe jetzt den FT3 geholt und da fangen wir jetzt aufs Neue zum Schichten an. Der Vorteil ist, hier können wir so auch noch ein bisschen an Käse mit reinschmeißen. Den Platz haben wir jetzt. Und dann kommt hier wieder unser Fleisch rein. Hast du Schinken? Und den tun wir oben drüber dann noch. Schinken, Schinken, Käse, ja. So. Das letzte Stück. Käse drüber tun. Vorher vielleicht noch etwas von der Brühe. Machen wir anders. Machen wir es von der Brühe erst drüber. Nicht zu viel. Aber ein bisschen was muss sein. Ja, dass unten am Boden ein bisschen steht. Dann kommt Barbecue-Soße eurer Wahl. Ich habe hier jetzt die Barbecue-Soße. Rauchig süß. Sollte man vielleicht vorher aufmachen. Dankeschön. Soll ja bloß ein bisschen Geschmack abgeben. Das reicht schon. Kann man das jetzt noch mit Käse zupflastern? Packung weg ist, ist sie weg. Was los, Schatz? Sprich. Oh, jetzt hat sie mich um eine Scheibe betrogen. Hab ich gar nicht. Oh, ab in den Hals. Dann ziehen wir unseren Bacon hier drüber. Da ist die Kerbe. Ja, raus auf die Topfstation. Attacke. Die Kohlen feuern vor. Und also nicht, dass ihr jetzt meint, ich will hier oder wollte an McDutch, an Christian verbessern. Nein, ich will dieses Schicht Cordon Bleu einfach auf meine Art machen. Ja, das ist der ganze Sinn und Zweck von diesem Video jetzt. War nichts mit dem FT1, also für drei Hähnchenbrüste hätte FT1 ausgereicht, aber für vier ist es schon ein bisschen arg eng geworden, aber gut, im FT3 hätte jetzt noch eine mehr rein gepasst, aber Schatz hat mal eine weggenommen. Da gibt morgen irgendwas anderes Leckeres. Warten wir jetzt, bis die Kohlen durchgeglüht sind und dann gibt's Feuer. Oh ja, das sollte ausreichen. So. Nehmen wir ein bisschen was für unten und ein bisschen was für oben. Also jeder, der selber topft, wird mir wahrscheinlich zustimmen, dass man irgendwann wirklich nach Gefühl arbeitet. Und bei mir ist das schon lange so. Ich zähle eigentlich schon die Briketts bald gar nicht mehr ab, sondern mache einfach. Man sollte halt immer ein Drittel unten, zwei Drittel oben. Ja, so ist die Faustregel. Gut, dann tät ich jetzt einmal behaupten, wieder eineinhalb bis maximal 2 Stunden.
wir haben es jetzt schon wieder gleich 7:30. Verdammt, das wird spät. Naja, warten wir es ab. Nach exakt 1,5 Stunden sage ich, die sind fertig, ganz pauschal, ohne Hemmungen. Schmeißen wir die Kohlen runter, tun wir den Deckel von Asche befreien und gleichzeitig schauen wir ja halt mal hinein. Also wenn das nicht gut aussieht, dann weiß ich auch nicht. Ja, oh, riecht das geil. Freunde, ich bringe die Cam rein und dann hole ich den Topf und dann können wir den Teller anrichten. Ach komm, ich zeig's euch auf alle Fälle, wie wir es da rausholen. Jo, dann wären wir soweit. Und dann schauen wir mal, wie wir das hier raus operieren. Hm. Ja, bin ich noch am Überlegen. Messer schnell. Also das hier ist 1. So. Na? Umgefallen. Einmal. Gibst du mir deinen Teller auch gleich, Schatz? Ja, dann hole ich mir ein paar Pommes. Über die Pommes gebe ich mal noch etwas von diesen Süßchen drüber. Und voilà. Fertig. Wer? Schicht Cordon Bleu auf Grillchunky Art. So, und jetzt habe ich ganz böse gesabbert. Macht nichts. Abputzen und dann schneide ich an und wir sehen uns dann ja zum Probierrolle. Das Leid der YouTuber. Schatz ist schon am Essen und am Probieren. Mal den konkreten Mittelschnitt hier. Und was sehen wir? Oh, da ist Käse drin. Geil. So. Dann probieren wir das Ganze mal. Also Schatz hat sich keine Soße drauf getan. Die ist das Ganze nur mit Ketchup und Mayo, die Pommes. Aber ich liebe das, wenn man so Soße hat für Pommes und so. Aber jetzt Cam auf mich und dann probierele. Klasse. Absolut klasse, empfehlenswert. Und Leute, nachher, nach dem Essen noch das Fazit. So Freunde, dann kommen wir noch zum Fazit. Dieses Fazit kann ich nur absolut positiv gestalten. Das war sowas von stimmig, dieses Schicht Cordon Bleu. Der Käse ist im Fleisch verblieben. Die Soße, was dabei war, war richtig lecker. Einfach nur gigantisch. Saftig war es auch noch. Was soll ich viel dazu sagen? Es war sowas von verdammt lecker. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das muss man einfach nachmachen. Schatz, was sagst du dazu? Du hast alles gesagt. Ich habe alles gesagt. Du hast alles gesagt. Habe ich da was vorweggenommen? Ja, der Käse ist in dem
in dem Schinken geblieben, weil man das genauso gemacht hat, wie ich ja. mir das dann vorgestellt habe. Was? Weil ich ja das Hähnchenfilet leicht durchgeschnitten habe und ja, da war der Schinken noch eine gute Schutzhülle. Und definitiv Schicht Cordon Bleu einschneiden, füllen, reinstellen. Nicht in Scheiben und dann so aufschichten. Nee, das schicht man lieber nebeneinander. Dann bleibt es so, wie es sein soll. Gut, Freunde. Daumen nach oben würden mir natürlich gefallen. Ein paar nette Kommentare natürlich auch. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und tschüss. Tja, Leute. Ich kann bloß noch sagen, guten Appetit.